Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth in der God Mode. In der letzten Folge haben wir eine Challenge gespielt, nämlich die Vortex Challenge. Die ging auch ganz gut, da sind wir richtig schön stark geworden, das gefiel mir auf jeden Fall. Und das bedeutet, wir machen heute wieder einen normalen One und werden auf jeden Fall versuchen, Bridget freizuschalten oder das Blue Baby. Ich habe keine Ahnung, wie das hier heißt, aber ich nenne es jetzt mal Blue Baby. Das heißt hier wahrscheinlich auch anders, weil alle anderen auch anders heißen. Und da wir mit ihrem Charakter schon gespielt haben, könnten wir eigentlich Wände machen, aber ich sehe gerade, dass wir mit Arak noch nicht das Herz besiegt haben. Das heißt, wir spielen Arak. Komm, spielen wir Arak. So, und das sollte dann jetzt nämlich eigentlich das 9. Mal sein, wo wir quasi das Herz besiegt haben. Und nach dem 9. Mal soll ja das Blue Baby freigeschaltet werden. Von daher, das ist einfach unser Hauptziel. Und wenn wir irgendwie viele Leben bekommen und trotzdem stark genug sind, auch ohne die ganzen Devil Deals, dann können wir auf jeden Fall auch versuchen, hier keine Leben zu verlieren. Haben wir aber schon versagt. Oh nein. Oh, Sojamilch. Okay. Dann können wir auf jeden Fall versuchen, auch den einen komischen Charakter da freizuschalten, von dem ich gerade den Namen wieder vergessen habe. Bridget? Hieß die Bridget? Ich glaube schon. Ich nehme die Sojamilch mal mit. Warum nicht? Ich meine, wir haben Spinnen. Die Spinnen machen Schaden für uns. Und wieso ging das gerade nicht auf? Hallo? Wow, 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 wow. Ganz ruhig. So, haben wir zumindest noch ein Spider-Baby. Das ist ja auch nicht schlecht. Wir produzieren ja zumindest recht viele Spinnen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie wir jetzt klarkommen mit Sojamilch. Na, scheinbar unser Schaden ist gar nicht mal so schlecht. Zudem haben wir ja auch noch Fati dabei. Hä, unser Schaden ist aber echt nicht schlecht. Auch mit der Sojamilch. Oh ja, Tiers hat. Das haben wir gebraucht mit Sojamilch. Nee, das geht sogar. Das einzig Nervige ist halt, dass man die so ein bisschen komisch wegdrückt zur Seite. Ach doch, das passt aber. Und anscheinend haben wir 4 Leben von Anfang an. Das heißt, wir brauchen nur noch 3 weitere Herzcontainer, oder? Waren das 7 oder waren das 9 Herzcontainer, die man haben muss für Bridget? Weiß ich gerade nicht. Werden wir dann sehen. Wir schauen einfach mal, ob wir die Devil Deals mitnehmen wollen oder nicht. So. Denn eigentlich... Oh Gott. Gut, versuche das mal hier irgendwie zu timen. Schade, egal. Dann ist mir der Schlüssel auch egal. Aber eigentlich wäre ein Schlüssel noch ganz gut. Ach, da haben wir einen Schlüssel. Dankeschön, Spiel. Auf dich ist Verlass, Spiel. Auf dich ist Verlass. So, eigentlich brauchen wir die ganzen Devil Deals nämlich nicht. Weil, wenn da jetzt irgendein Damage-Up ist oder sowas, das brauchen wir ja nicht. Ich wüsste nicht, wozu, weil das wird sich sowieso wieder anpassen an die Sojamilch. Von daher wäre das dann nicht mal ein dolles Damage-Up, selbst wenn es ein richtig heftiges Damage-Up eigentlich wäre. Wisst ihr? Versteht ihr? Versteht ihr das? Wir bräuchten eigentlich eine gelbe Spritze oder sowas. Die würde ich in Devil Deal auch mitnehmen, wenn es da sowas geben würde. Ich glaube aber, sowas gibt es da gar nicht. Von daher brauchen wir das auch nicht. So, wir können aber noch in den Shop reingucken. Wir haben zwar nicht so viel Geld dafür, aber ich möchte trotzdem reingucken. Denn ich mag Shops. Shops sind eine tolle Sache. Eine super dulle Sache. Gut, außerdem gibt es hier noch Scheißhaufen, die man kaputt machen kann. Und mit der Sojamilch geht das extrem schnell. Und das ist toll. So, letzter Schlüssel ist egal. So, was haben wir hier? Eine... Das ist gar nicht so schlecht. Ist gar nicht mal so schlecht. Soll ich mir das Herz kaufen? Brauchen wir eigentlich nicht. Hm. Wir brauchen jetzt einen Schlüssel. Und ich schlage mir selber ins Gesicht, wenn wir jetzt gleich in der nächsten Ebene keinen Schlüssel bekommen. So, wie komme ich denn da jetzt ran, ohne dass die... Das drückt das weg. Ist halt... Ach, da kommen wir trotzdem ran. Oh Gott, jetzt haben wir unser blaues Leben verloren. Aber wir haben den Schlüssel. Perfekt, glaube ich, oder so. Okay, wir haben Schlüssel. Wir könnten jetzt die goldene Truhe öffnen und hoffen, dass da vielleicht noch ein Schlüssel drin ist und noch mehr Zeug. Das machen wir einfach mal. Schade. Naja, ein bisschen Geld. Wir könnten natürlich hier aufspringen. Dann könnten wir uns... Ich mach's einfach mal. Bitte, 3 Münzen. Ich hasse dich. Automat, ich hasse dich. Ah, jetzt fehlt uns eine Münze. Jetzt haben wir weder Schlüsselbomben noch genug Geld für irgendwas. Oh nein. Das ist jetzt aber echt ein bisschen doof. Okay. Weiß ja auch immer. Wir haben ja zum Glück Sojamilch. Damit töten wir hier alles. Oder so. Da. Genug ausgerastet, Dingel. Gehen wir hier ein bisschen weg. Oh Gott. Er schießt. Oh Gott.
Digga, hör auf zu pfeifen. Immer wenn du pfeifst, passiert was Schlimmes. Oh, da ist er schon tot. Na, ist ja vielleicht noch irgendwo eine Münze drin. Können wir bitte die Box bekommen? Das wäre schön. Nö, ein Lebensupgrade. Okay, ich will jetzt aber trotzdem diese eine Spritze noch haben. Das ist nämlich, glaube ich, eine Speed-Up-Spritze. Und Speed-Up ist immer gut. Au. Okay, das war mehr als dämlich. Egal. Da vielleicht Geld drin oder da oder irgendwo. Ich glaube, wir waren noch nicht überall. Komm schon, irgendwo ist doch noch eine Münze. Waren wir doch schon überall? Wir waren schon überall. Oh, verdammt. Toll. Jetzt fehlt uns genau eine Münze. Wir haben weder den Geheimraum, wir haben gar nichts eigentlich. Eigentlich haben wir nichts. Waren wir hier schon? Nee, okay. Cool. Da ist sogar noch ein blauer Stein und wir kriegen unsere eine Münze. Sehr schön. Geil, Umatico. Jetzt wäre natürlich noch eine Bombe ganz toll. Fliege, gib mir eine Bombe. Schade. Schade, schade. Schade, schade. Aber, egal. Wir können uns die Spritze immerhin leisten. Ja! Ja! Guck mal, dann hätten wir den Automaten gar nicht aufspringen müssen. Juhu! Den haben wir jetzt den haben wir umsonst aufgesprengt. Egal. Speed und Rage Up. Das ist aber gut. Speed Up finde ich wirklich gut. Jetzt rasen wir hier durch. Dann hätten wir die Bombe nämlich noch für den blauen Stein da einsetzen können. Naja. Naja, naja. Und wir brauchten einfach mal 6 Minuten für die erste Ebene. Warum nicht? Kann man mal machen. Kann man ja mal machen. Allgemein glaube ich, ich bin in dieser Mod langsamer als normal. Mag daran liegen, dass die ganzen Gegner ein paar mehr Leben haben. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Ein Schlüssel, okay, immerhin. Aber wir brauchen trotzdem, man hört gerade meine Hunde übrigens, wir brauchen trotzdem noch eine Bombe. Hoodies bellen, immer wenn jemand kommt. Dann wisst ihr also, jetzt kommt irgendwer. Und wenn ich gleich nicht mehr rede, dann wisst ihr, das war ein Einbrecher. Nee, wisst ihr nicht, weil dann wäre das Video nicht mehr hochgeladen worden. Es sei denn, es ist ein schlauer Mörder-Einbrecher. Ja, der bringt mich erst um und lädt dann noch mein Video hoch. Das wäre ganz schön nett von dem. Hui. Aber dann hätte er nicht damit gerechnet, dass ich jetzt noch rede. Ha. So. Das wäre ein ganz schön komischer Einbrecher. Oh nein, habe ich da gerade Dizzy umgebracht? Dann musste ich sein Video hochladen. Ich glaube, das wollte er dann auch so. Er wollte bestimmt sterben. Okay, die Leiter. Ich hole mir erstmal den schwarzen Lippenstift. Den haben wir ja in der vorletzten Folge erst freigeschalten. Hol mir das durch. Und vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Geld. Dann könnten wir auch noch die Leiter uns holen. Auf jeden Fall haben wir jetzt den Lippenstift. Und dieser Lippenstift macht nämlich, dass öfter schwarze Herzen droppen. Und öfter schwarze Herzen sind toll. Weil die bedeuten erstens Leben und zweitens Schaden, wenn diese Leben abgezogen werden. Und das ist beides toll. So, okay, unser Schaden hat rapide abgenommen. Das liegt auch daran, dass das hier die zweite Ebene ist. Das Uja-Board, das hätte ich gern. Gib mir das, dankeschön. Spectre-Tier ist natürlich gut. Was ist das denn für ein Würfel da? Ich habe keine Ahnung. Wir lassen ihn mal liegen. Wir brauchen schon einen Würfel. So. Gut. Ja, okay. Cool, jetzt sind diese Fliegen nicht mal so nervig, wenn sie über den Stein fliegen. Können wir sie da trotzdem treffen? Haha, damit habt ihr nicht gerechnet, ihr komischen Fliegen. Ihr komischen, komischen Fliegen. Wir können nämlich überall durchschießen. Okay, wir haben keine Bombe. Hm. Da wäre der Boss. Sonst haben wir hier leider alles. Tja. Gut, gibst du mir vielleicht... Oh nein, richtig dumm eingesetzt. Könntest du mir irgendwie... Au, keine Leben abziehen. Okay, wir kriegen keinen Devil Deal. Na, wir kriegen überhaupt keinen Devil Deal. Vielleicht sterben wir hier sogar. Oh Gott, wir machen keinen Schaden. Aber die machen Schaden. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Wir müssen uns jetzt mal ein bisschen konzentrieren. Aber wir können ja durch die Dinger durchschießen, ganz vergessen. Oh. Das hätte ich eben schon die ganze Zeit einsetzen können. Dummer Dizzy. Oha. Ich bin verwirrt wegen dem Schatten von Papi. Oh Gott. Denke ich immer. Oh nein. Dass sie da hinhüpfen. Tun sie aber nicht. Uff. Okay. Das war ja fast nicht knapp. Okay, dass uns zwei kleine Monstros so viel
Probleme bereiten würden, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. So, ich hole mir mal kurz die Karte. Kann ich das eigentlich mit der Tastatur machen? Nö. Oder? War das mit... Warte. Nee. Hierophant. Ja, geil. Das ist echt gut. Leider wieder keine Bombe. War im Shop vielleicht eine Bombe. Mal gucken. Gucken wir kurz nach. Nee, aber ein blaues Herz. Das nehmen wir einfach mal mit. Den Rest spenden wir. Toll. Ganze 2 Münzen gespendet. Na, immerhin. So, dann haben wir zumindest 3 blaue Herzen. Den blauen Stein müssen wir leider wieder da lassen. Wir haben keinen Devil Deal bekommen, weil wir zu oft getroffen wurden. Aber okay. Und wir haben auch keinen Lebensabgriff bisher bekommen. Das finde ich auch gerade ein bisschen merkwürdig. Wir haben noch keine Bombe, das heißt, ich will da noch nicht rein. Wenn wir hier noch irgendwo eine Bombe finden sollten, dann werde ich da reingehen auf jeden Fall. Ja, aber solange das noch nicht geschehen ist... Nee. Nee. Dann lieber nicht. Da haben wir die Bombe. Okay, wir gehen da rein. Ich setze jetzt schon mal Hierophant ein. So. Dann mal los. So, jetzt ist nur die Frage. Ah, egal. Ist egal. Wir machen das einfach jetzt schon. Oh nein. Oh nein. Ihr fliegen. Geht alle weg. Ich will euch nicht. Ihhh. Oh Gott. Okay, das kann schlimm werden. Ah. Überall fliegen. Ach, guck mal da. Guck mal da unten. Ich will da hin. Ohne Leben zu verlieren. Oh, danke. Wo kam die Trollbombe her? Ach nee, das war gar keine Trollbombe. Das war so eine Explosionsfliege. Oh cool, die können wir natürlich auch ausnutzen. Warte, das machen wir mal. Hier, Stepper bitte kurz. Yes! Mussten wir nicht mal... Wir brauchten nicht mal die Bombe. Das ist schön. Das ist echt wunderschön. Ja. Los, Flieg und Sieg! Hä, Flieg und Sieg? Flieg und Sieg, ja. Danke. Oha. Okay, zumindest noch ein Schlüssel. Das ist ja auch nicht so schlecht. Und noch solche Dinger. Die fliegen auch immer so richtig schön rum, wenn man sie wegschubst. Das ist ja auch fast nicht nervig. Oh Gott. Da haben sie meinen Weg versperrt. So. Ja, ja. Spuckt ihr mal rum. Wenn ihr Spaß dran habt. Wenn ihr euer Blut nicht mehr braucht, dann spuckt es doch weg. Mir doch egal. So, und noch ein Schlüssel. Okay, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir haben zwar ein halbes blaues Herz verloren, aber ich glaube, das ist verkraftbar. Ah. Oh, Mann. Das Blöde ist, unser Space-Item macht dann auch viel weniger Schaden, weil das mit unseren Schaden skaliert. Aber okay. So, was haben wir hier? Nur rote Herzen. So ein Dark Bomb wäre natürlich schon ganz cool. Du kleiner, süßer Darkbomb. Aber dafür müssen wir wieder Leben ausgeben im Devil Deal. Und wir wollen ja eigentlich Bridget auch noch freischalten. Aber dafür brauchen wir erstmal Lebensupgrades. Und die bekommen wir auch nicht. Oh Gott, was ist das für ein Spiel? Ohne Lebensupgrades, ohne alles. Wir leben einfach nur von blauen Herzen. So, schauen wir hier mal rein. Das können wir auf jeden Fall mitnehmen. Hallo, Trollbombe. Und hallo, Trollbombe. Okay. Wow, wir machen echt gar keinen Schaden. Oha. Ja, immer noch nur ein Strich. Wüsste auch nicht, wo wir mehr Schaden herbekommen sollten tun. Oh. Aber jetzt verdoppelt sich wenigstens alles. Ja, yeah, wir haben 2 Bad Gas Pillen gefunden. Guck, hätten wir jetzt nicht das Ding von eben da mitgenommen, dann hätten wir das jetzt nicht. Hätten wir keine 2 Bad Gas Pillen. Dann hätten wir nicht sowas hier machen können. Ja, ja. Oh, ein blauer Stein. Sehr schön. Vielleicht schalten wir endlich mal den Small Walk frei. Nö. Ich hätte so gerne den Small Walk. Ach ja. Das wäre eine tolle Überraschung, so ein kleiner Small Walk. Haben wir hier schön, das ist die Bibel. Okay, Bibel, ja. Bibel ist eigentlich ganz cool. Da müssen wir nämlich nicht gegen Mutters Herz und so kämpfen. Wäre eigentlich ganz schnieke. Ach, da hat uns unsere Maske 2-mal beschützt. Sehr gut. So. Ach so, wir produzieren nur Spinnen, wenn wir einen Gegner töten. Ach so. Okay, das ist ja auch gut zu wissen. Und pow, wow. Das war echt gut eingesetzt.
Ich glaube, ohne die Spinnen und Vaters Fuß hätten wir hier echt Probleme. Ja. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Noch mehr rote Herzen, die wir nicht brauchen. Und ein Damage-Up. Na, merkt man das dann auch nur. Aber wir sind größer geworden. Man wird größer? Das, okay. Cool, cool. Vielleicht jetzt? Nö. Wer ist dann eigentlich das Seed? HZYK Vras. Vras, okay. Wir sind im Vras-Seed. So, aus sicherer Entfernung einfach alles angreifen und dann sollte das kein Problem sein. Oha. Oha, das ist einfach rübergehüpft. Oha. Oha. Oha, hüpft man nicht so weit. Und vor allem nicht immer nur zu uns. Oha, der hat voll viel Leben. Papi, Hilfe. Papi, danke. Ja, wir holen uns auf jeden Fall die Bombe. Warum nicht? Und wollen wir die... Ja, komm. Ein Schlüssel und eine Karte. Kann man mal machen. Judgment. Ach, leider nur der. Okay. Können wir trotzdem mal machen. Oder zählt das jetzt als rote Leben verloren? Ich glaube nicht, oder? Ach, cool. Speed und Damage Up, das finde ich auch sehr schön. Ja gut, wir gehen einfach mal zum Boss. Hi. Kann man das Feuer hier ausmachen? Nein, natürlich nicht. Hätte mich auch gewundert. Au. Okay, das Feuer wird uns sehr doll nerven. Sehr doll. Yay, yeah, ich krieg Kuchen. Dankeschön. Jetzt hört man nicht in der Aufnahme. Ja. Das war meine Mutti. Die hat mir Erdbeerkuchen gebracht. Nett von ihr. Jetzt habt ihr meine Mutti gehört. Ah. Okay, wenn sie mir Erdbeerkuchen bringt, dann darf sie auch in der Aufnahme sein. Sir. Okay, ich habe keine Ahnung, ob wir das hier gut überleben werden. Vor allem nicht mit diesen ganzen roten Feuer an den Seiten. Das nervt nämlich richtig doll. Gott. Komm schon, Party, du musst den da angreifen. Danke. Jo. Gut. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Komm schon, wir haben noch ein blaues Herz. Nein, 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 nein. Wir dürfen keine mehr getroffen werden. Danke. Kriegen wir bitte ein Devil Deal? Danke. Puh, schnell da rein. So, okay. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Und ich glaube, wir kriegen keine Lebensupgrades mehr. Von daher. Muss ich kurz was ausschreiben. So. Könnten wir hier eigentlich was holen? Und ich würde sagen, wir holen uns das. Und das. Und das. So, da haben wir schön eingekauft. So, und jetzt gucken wir mal. Wir waren im goldenen Raum. Wir waren auch sonst überall. Im Shop gab es die Bibel. Okay, ja gut. Gehen wir mal weiter. Wir haben übrigens nur schwarze Herzen. Liegt das an unserem Lippenstift? Wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. Wir haben ein Leben zu viel, um da reinzukommen. Wir sehen unsere... Wow! Wir sehen unsere Tränen nicht, weil es hier so dunkel ist. Oder man sieht sie nur so richtig, richtig schlecht. Oha! Weil wir diese vier Tränen jetzt haben. Das ist ja auch witzig. Oh, unser erstes Lebensupgrade. Sehr schön. Und ein Speed-Up, das man tatsächlich mitnehmen könnte. Aber ich glaube, ich behalte lieber meinen schwarzen Lippenstift. Ja, ja. Wir sind eigentlich schnell genug. So, Damage-Up haben wir nicht wirklich bekommen, obwohl wir eigentlich einen Damage-Up hatten. Aber okay, ist nicht weiter tragisch. Ja, dafür haben jetzt alle Gegner Angst vor uns. Hätte ich auch. Wenn ich so einen Gegner sehe, der einfach einen Fuß rodar könnte, dann hätte ich auch Angst. Kriegen wir hier Schönes. Alright, hier ist down. Das wird uns blaue Herzen geben. Brauchen wir also nicht, weil wir sowieso schon ein Trinket haben, dass es uns schwarze Herzen gibt. Weil schwarze Herzen sind besser als blaue. Und nein, die machen keinen Unterschied, ob jetzt ein Devil oder Angel dir kommt. Ob man jetzt schwarze Herzen hat oder nicht. Weil das denken ja auch irgendwie ganz viele, aber das ist nicht so. Ist da irgendwo ein blauer Stein? Versteckt sich der da hinten irgendwo? Da versteckt sich wirklich einer. Wow. Den hole ich mir. Ja, ist ein blaues Herz. Das hat sich mehr als gelohnt. Naja, eigentlich nicht. Ach, und die ganzen Drops.
verdoppeln sich nicht von den Gegnern. Nur vom Raum, oder wie? Okay. Okay, okay. Letzte Bombe, was auch immer. Oh nee, der Zehennagel. Lieber nicht. Beim Zehennagel kommt Mutters Fuß runter, und aber randommäßig. Also nicht nur auf die Gegner, das ist nicht so wie Vaters Fuß. Oh, verdammt. Ich brauche zwei Schlüssel mehr. Nee, ein Schlüssel mehr. So eine Random im Raum, und das heißt, er kann mich dann auch treffen. Das ist eher nicht so schön, genauso unschön wie dieser Raum hier gerade. Gut, dass wir diese Angstdrehen haben. Dadurch können wir sie alle mit Angst und Schrecken erfüllen. Oh. Und sie in ihren Albträumen heimsuchen. Beziehungsweise in ihren Träumen, und dann machen wir sie zum Albtraum. Ha! So böse sind wir nämlich. So, oh, okay. Ich habe zwar nur noch einen Schlüssel gefragt, aber drei sind auch okay, Spiel, danke. Zack. 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 Kriegen sogar zwei wieder. Und kriegen einmal Krebs. Ist sogar eine P ab. Okay. Okay, okay. Und Gemini. Yay. Okay, wenn wir jetzt noch zwei Lebensupgrade bekommen, dann hätten wir sogar Budget freigeschalten. Also die Chance ist noch da. Ich werde wahrscheinlich den nächsten Level die einfach mal nicht annehmen. Und irgendwie ist die Reichweite von unseren Auto-Turret-Dingsbums ganz schön gering, kann das sein? Der schießt ja echt überhaupt nicht. Oh, eine Bad-Gas-Pille, yay! So. Hm, vielleicht hätte ich den Auto-Turret nicht mitnehmen sollen. Die ist ja irgendwie unnötig. Bombis. Gut, dann können wir gleich nochmal in den anderen Raum rein. Ah, wow. GG, du komischer Turret. Hab keine Angst vor uns. Aber guck mal, er ist vor Angst erstarrt. Oh nee. So, an die eine Kiste kommen wir mal ran. Und dann dürfen wir wieder zurück. Moment, wir gehen erst in den Dingsbums-Raum hier rein. Jetzt haben wir hier die 5. Könnten wir wieder die Ebene neu starten. Toll. Ich glaube, das will ich nicht. Danke. Toll. Jetzt komme ich an die eine Münze da nicht ran. Du verdammte 5. Immer kommt die 5. Obwohl die 5 eigentlich meine Glückszahl ist. Die 5 ist auch eigentlich voll gut. Die Ebene neu starten, das ist eigentlich super OP. Aber ich glaube, ich brauche das nicht. So, da hätten wir ein Challenge-Up. Aber das brauchen wir auch nicht. Wir brauchen einfach gar nichts. Wir kriegen hier nur Müll. Und wir haben keine Münze. Hä, wieso haben wir keine Schlüssel mehr? Haben wir gerade echt unsere ganzen Schlüssel ausgegeben? Hä, wir hatten noch... Ah, da waren zwei goldene Kisten drin. Ich Volldepp. Ja gut, dann kein Wunder, dass die Schlüssel weg sind. Ah, ich hatte nur in Erinnerung, dass wir eben noch zwei Stück hatten. Aber ja. Wenn da natürlich goldene Kisten drin sind, die wollen ja auch einen Schlüssel haben. Komisch, aber ist so. Oh Gott, warum waren wir? Wir waren überall. Hm. Oh, okay. Jo, noch mehr von den Dingern. Ist okay. Ach, Gemini, du willst auch mit angreifen. Okay, los, greif mit an. Aber ich glaube, der kriegt jetzt ganz viel Schaden durch diese Stacheldinger, oder? War das nicht so? Ach ja, du produzierst einfach 5 Stück von denen, okay. Okay. Der wird ein paar mehr Leben verloren, als nötig getan hat. Aber wir kriegen... Oha. Sieht voll so aus, als wenn das voll rumbacken würde. Tut's aber gar nicht. So, okay. Wir sind sowieso zu langsam für den Challenge-Dingsbums-Dingenskirchen. Von daher nutzen wir die Ebene jetzt nochmal richtig toll aus. Indem wir sie neu starten. Nein, tun wir nicht. Habe ich keine Lust zu. Eine ganze Ebene nochmal machen. Wisst ihr, wie lange das dauert? Lange. So. Sehr schön. Kriegen wir nochmal ein paar Schlüssel. Das ist geil, oh. Da ist sogar noch ein Stachelraum, hä? Nee, das war ein Dingsraum, genau. Und eine Arcade, da können wir eigentlich auch mal reingucken. Okay, ein bisschen Geld.
Habe ich nichts gegen. Wofür brauchte ich die Schlüssel? Weiß ich gerade nicht. Für den Shop? Für den Shop. Okay, für den Shop. Für den Shop, wo eine Batterie drin ist. Ist jetzt nicht so toll, aber... Wir haben das Geld, wir können uns das leisten. Und wir haben keine Schlüssel mehr. Okay, gut. Gut. Sollte jetzt die Marmebene sein, oder? 2, 4. Nö, immer noch. Oh Gott, wir sind richtig langsam. Okay, wir müssen mal jetzt ein bisschen. Okay, es ist jetzt eine XL-Ebene zumindest. Wir müssen uns jetzt mal ein bisschen beeilen hier. Sonst kommen wir ja nie fertig vor Feierabend. Nie fertig vor Feierabend. Ja. Bestimmt, Dizzy. Du weißt schon, was du sagst. Du weißt schon, was du sagst oder so. Oha. Es wäre unser zweites Gabi-Item. Wir würden garantiert Gabi werden, aber dann haben wir keine Leben mehr. Und ich will Widget freischalten. Und für die brauchen wir, glaube ich, 7 Leben oder so. 6 oder 7 oder 8 oder 9 Leben. Hätten wir jetzt schon gehabt, wenn ich nicht... Wir haben schon wieder 4 Leben. Woher eigentlich? Egal. Okay, wir machen gar keinen Schaden zu dem Scheißding. Cool. Wir hätten schon unsere Leben gehabt, wenn ich nicht diesen einen Devil hier mitgenommen hätte. Und wir machen halt so gar keinen Schaden. Aber wir können ihn in der Ecke lassen. La 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 la. Mann, der Erdbeerkuchen sieht gerade voll lecker aus. Ich will den essen. Erdbeerkuchen ist sowieso der letzte, der beste Kuchen. Was ist denn eure beste oder Lieblingskuchensorte? Apfelkuchen. Apfelkuchen schmeckt auch richtig gut. Apfelkuchen ist auch geil. Ja, ich esse nur diesen Standardkram. Aber eigentlich bin ich gar nicht so der Kuchenesser. Voll viele Leute mögen ja richtig gerne Kuchen, aber ich irgendwie gar nicht mal so gerne. Also wenn meine Familie irgendwie immer so Kuchen essen möchte, dann freuen die sich immer voll und ich, ja, Kuchen kann man mal essen, schmeckt ab und zu mal ganz gut, aber so richtig der Kuchenfanatiker bin ich nicht. Verstehe ich nicht die Faszination dahinter. Au. Weil da auch so viel Arbeit hintersteckt, hinter so einem Kuchen. Naja. Jetzt haben wir den hier schönes. Vielleicht ein Gabi-Item? Dann würde ich nämlich auf jeden Fall das andere Gabi-Item mitnehmen, aber nö. Gut, so werden wir auch gar nicht erst in die Bredouille gebracht, das irgendwie mitzunehmen. Das ist ja auch ganz nett. Dann können wir vielleicht wirklich mal Budget freischalten irgendwie. So, Gemini, du machst das. Du bist ein toller Zwillingsbruder. Okay, die sind jetzt irgendwie nervig. Komm, Gemini, töte, danke. Danke und danke. Sehr schön, ein Schlüssel. Geil, Omatico. Dann können wir auch in den goldenen Raum gleich mal reingucken. Und das ist schön. Denn in den goldenen Räumen sind tolle Items und tolle Items gefallen mir. Wir haben hier sogar auf dieser Ebene 2 goldene Räume. Das müssen wir bedenken. Weil es eine XL-Ebene ist. Und ja. So ist das, ne? So ist das mit den XL-Ebenen. Auf den Raum habe ich gerade irgendwie gar keine Lust, aber okay. Was macht dann eigentlich Krebs? Ich weiß es gerade gar nicht. Wir haben jetzt... Ach stimmt, Krebs war das, dass wir den Wave-Effekt haben, sobald wir einmal getroffen wurden. Geil, du. So. Solange die Angst vor uns haben, gehen die auch nicht zu uns hin, oder? Dann weichen die uns aus. Ja. Haha, hab Angst vor mir. Aber geil, wenn die einen ausweichen. So, du auch noch. Komm schon, du kleines Würmchen. Ich will ein bisschen mit dem Würmchen spielen. So.
Ein Devil Up brauchen wir nicht. Oh nein, jetzt. Wow! Okay, die habe ich gar nicht gesehen. Oha. Okay, wir dürfen uns nicht in die Mitte stellen, wie es scheint. Ich glaube, das tut weh, wenn wir uns in die Mitte stellen. Ja, wo ist jetzt der. Achso, die Geister fehlen noch. Okay. Okay, ich gehe aber weiter, ne? Tschüss. Au. Okay, wenn wir diesen Schaden beibehalten, dann könnte das ganz schön schwer werden in den unteren Ebenen. Das Gute ist, wir müssen ja sowieso nicht weitergehen als Mams Herz, noch nicht. Von daher, Mams Herz sollten wir wahrscheinlich trotzdem noch schaffen. Aber sonst in einem normalen Run, so wäre das vielleicht ein bisschen zu wenig Schaden. Naja, da bin ich jetzt ganz schön glücklich, dass wir nicht so weit gehen müssen. So. Wir bräuchten halt echt irgendwie so einen Ausgleich. Ein Libra oder. Oder diese gelbe Spritze halt. Oh, oh no. Gut, noch ein paar Schlüssel. Kann man lieber gebrauchen. Haben wir schon den Boss und wir haben keinen einzigen goldenen Raum gefunden. Das heißt, wir müssen den ganzen Weg gleich nochmal zurückgehen. Wie ist das denn dein Ernstspiel? Ich will doch nicht den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Okay. Gut, Spiel, dann laufen wir halt nochmal zurück. Wenn du das unbedingt möchtest, dann machen wir das. Ah, hier geht's auch noch weiter, okay. Ist hier denn vielleicht irgendwo ein goldener Raum? Wäre ganz schön abwegig, aber könnte ja mal sein, ne? Und öffnen, und öffnen, und aufsprengen, und... coole Sachen bekommen. Yay. Gleicht sich der Schaden von Gemini auch an? An den Schaden, den wir allgemein machen? Das wäre nämlich nicht so cool. Da war noch eine Kiste. An die kamen wir, glaube ich, nicht ran, weil die eingesperrt war. Genau. Hätten wir damals diese Leiter gekauft, dann wären wir da dran gekommen. Aber wir hatten nicht genug Geld, damals waren wir arm und hatten keine 53 Münzen. Wir waren jung und arm. Ach, das nehmen wir mit, das ist ein Damage-Up. Ist auch ein Challenge-Up, jetzt kriegen die ganzen Gegner noch mehr Leben. Okay, das war glaube ich nicht so gut. Vor allem, weil Damage-Ups uns eigentlich nichts bringen. Ach, das sieht bestimmt witzig aus, warte. Yay, einfach so ein Wirbelsturm. Das nehme ich mit, das ist witzig. Okay. So, das war aber nur der Shop. Wir brauchen immer, warte, wir brauchen immer noch zwei goldene Räume. Also es sollte eigentlich noch zwei goldene Räume geben. Zumindest irgendwo. Vielleicht ja hier? Nö. Aber wir haben tolle Tränen. Und das zählt. So, Safety Cap, okay. Die, ich behalte meine tollen Tränen, danke. Das sieht echt voll witzig aus. Aber treffen wir irgendwie nicht so gut, kann das sein? Kommt mir auf jeden Fall so vor, als wenn ich damit weniger treffen würde. Aber es sieht witzig aus. Na, weiß ich nicht, ob ich das mitnehmen sollte. Egal. Oh, das Poop-Ding. Tour of Spades können wir auf jeden Fall mitnehmen. Und goldene Räume. Hallo, wo sind die goldenen Räume? Kann nicht sein. Wir sind jetzt am anderen Ende von den Bossen und hier sollen irgendwo die goldenen Räume sein. Ha. Immer die CXA-Lebenden. Okay, goldener Raum? Nee, okay, warum nicht? Wir sind Aang, der Luftbändiger. Zack, 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 zack. Komm schon. Stirb dran, danke. Ah, wir brauchen so richtig lang, um die zu töten. Ist ein bisschen traurig, um ehrlich zu sein. Aber noch geht das ja irgendwie. Ich weiß zwar nicht wie, aber es geht irgendwie. Ein paar Bomben. Ja, jetzt ist eh schon zu spät. Nehmen wir die Bomben mit. Eigentlich müssen wir die Schlüssel sparen. Wow, okay, ich treffe die einfach nicht.
Yay, da ist ja der erste goldene Raum. Wir haben ihn gefunden. Geil. So, was haben wir hier? Hat sich das wenigstens gelohnt? Ja, eine Smartfly. Edis Badfly's Tool. Dann nehmen wir das Ding noch mit. Dann nehmen wir Bad Gas noch mit. Dann nehmen wir den Schlüssel noch mit. Und dann sind wir hier glücklich. Und spazieren wieder aus dem... da raus. Und, warte, da war noch Bomben. Und dann fehlt noch ein zweiter. Der müsste ja dann eigentlich hier unten sein. Oder auch nicht, aber hier in der Nähe ist er auf jeden Fall irgendwo. Gut, und wir haben die Smartfly. Die wird auf jeden Fall auch guten Schaden machen. Sobald wir einmal getroffen wurden. Ich glaube, die ist noch wichtig, dass wir die Smartfly jetzt gefunden haben. Smartfly. So. Aber ich glaube, das Trinket gebe ich gleich wieder ab. Damit ist es nämlich irgendwie ein bisschen blöder zu treffen. Ganz viel Geld brauche ich eigentlich nicht. Da ist er ja. Ah, wir dürfen noch nicht rein. Wir müssen erst eine Aufgabe erfüllen, damit wir da rein dürfen. So. Wir sollen die Vampire fangen. Nichts einfacher als das. Ich war früher mal Vampirjäger. Das erkennt man an meiner Robe. So. Hat sich das denn wenigstens gelohnt, ist jetzt die Frage. Da wäre auf jeden Fall Splash Damage. Splash Damage mit Sojamilch ist vielleicht gar nicht mal so kacke. Und da unten links ist einfach mal gar nichts drin. Auch interessant. Und das Viech hat einfach viel zu viele Leben. Ja, okay. Ich sammle dann schon mal die Sachen hier ein, ne? So, da wäre zum Beispiel das. Und was haben wir hier sonst noch so? Ein Gegner, der uns treffen will. Oh nein. Oh, wir haben noch Bouncing-Dinger da oben. Das sind doch diese Bouncing-Dinger, oder nicht? Komm, gib mir die... Ne, Poison... Oh, Poison-Damage ist natürlich auch sehr schön. Nehme ich das Ding da unten auch noch mit. Warum nicht? Ist mir egal, ob ich getroffen werde. Was haben wir hier? Tears up. Okay. Und noch ein Teleport. Ja, okay. Ja, hat sich jetzt nicht so doll gelohnt, irgendwie dahin zu gehen. Dafür den ganzen Weg hier abzugehen vor allem. Aber, okay. So. Dann. Ab zum Boss. Ja. Ja. Wir gehen jetzt zum Boss. Gucken, wie lange wir da hinbrauchen. Hinbrauchen. Naja, wir haben zumindest volle Leben. Wir kriegen noch ein Lebensupgrade. Wäre ganz schön, wenn wir jetzt beim ersten Boss auch nochmal ein Lebensupgrade bekommen würden. Denn dann hätten wir 6 Leben. Aber ich glaube, wir brauchen 7 für Bridget. Ja, warum nicht? Und wir haben diesen Poison Damage. Das ist richtig schön. Und wegen unserer Trinkets sehen jetzt unsere Tränen ein bisschen größer wenigstens aus. Denn denken wir zumindest, dass wir ein bisschen mehr Schaden machen, obwohl wir keinen Schaden machen. Dann sollten wir auch eigentlich gleich noch einen Cube of Beat bekommen. Das ist eigentlich auch ganz schön. Gut, wir kriegen noch unseren Schaden irgendwie zusammen. Zwar nicht mit unseren Tränen, aber dafür mit allen möglichen anderen Kram. Der ist ja jetzt auch nicht so schlecht. Au. Okay, du bleibst einfach stehen. Das ist natürlich nett von dir, aber das musst du nicht machen. Du darfst mich gerne angreifen. Willst du nicht? Okay, dann dich. Schon wieder vor Angst und Schrecken erstarrt. Ah. Sind wir echt so furchteinflößend? Das kann ich gar nicht glauben. Okay, die blaue Version, die ist schön. Die spawnen nämlich keine Sachen, soweit ich weiß. Genau. Oder? Hat sie vielleicht doch Sachen gespawnt? Ich weiß es gerade nicht. Aber auf jeden Fall tut sie weh. Ja, tut sie. Au, hallo. Was soll das?
GG, Mutti, GG. Gib mir gefälligst mein Lebensupgrade, das ich haben will. Oh, ist das nervig, diese Version. Gibt es halt wirklich ein Lebensupgrade? Oha, Mutti, das hätte ich gar nicht von dir erwartet. Cool, wir haben 6 Leben. Okay, kann sein, dass wir jetzt nur noch ein einziges Leben brauchen. Wir kriegen auf jeden Fall Fliegen. Und hier wäre unser drittes Gabi-Item. Aber egal, egal, egal. Ich möchte meine roten Herzen haben. Ich möchte Bridget freispielen. Und wir brauchen anscheinend 7 Leben. Verdammt. Wir brauchen noch ein Lebensupgrade mehr. Und mir fällt gerade auf, dass ich einfach mal so überhaupt nicht nach den Geheimräumen suche. Obwohl ich das die ganze Zeit machen könnte. Ich bin schon ganz schön dämlich, warum ich das nicht mache. Naja, okay, ein Lebensupgrade, das ist machbar auf jeden Fall. Und wir können fliegen. Wir können fliegen. Schalalalala, wir können fliegen. Und dann ist kaputt machen. So. Okay, Utero wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen nervig. Ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen. Aber gut, wir haben Splash Damage. Und das ist wichtig. Das ist das Wichtigste, dass wir Splash Damage haben. Naja, nee. Ach ja, hi. Da war er schön eingesperrt. Oh, er kam da nicht mehr raus. Der tut mir jetzt ein bisschen leid. Aber nur ein bisschen. Eigentlich nicht. Nee, eigentlich gar nicht. Eigentlich tut er mir nicht leid. Ja, gucken wir mal rein. Ein kleines Damage-Up. Okay. Kann man machen. Und ein Tier-Sub ist es auch noch. Merkt man das wenigstens? Nö. Aber wie schön bunt unsere ganzen Tränen sind. Da sind ab und zu mal schwarze, dann mal rote, dann mal grüne dabei. Das ist doch schön. Eine bunte Vielfalt an Tränen haben wir. Yay. Nee, ich will, dass meine Tränen ein bisschen größer aussehen, wie sie eigentlich gar nicht sind. So, ist hier vielleicht der Boss? Ist das schon wieder ein XL-Leben? Tatsache. Okay, 2 XL-Leben miteinander. Warum nicht? Ah, krass, wie wir so gar keinen Schaden machen. Aber es ist ebenso krass, dass wir trotzdem so weit kommen, obwohl wir halt so wenig Schaden machen. Nur mit der Sojamilch ausgestattet, machte sich Arak auf den Weg. Die Sojamilch war schon so gammelig, dass das Spinnen rauskam. Dies war seine einzige Chance. Wir haben schon Poison Shots. Von daher... Oder stackt das? Stacken Poison Shots? Dass das jetzt doppelten Poison Shot Schaden macht? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Ich denke aber mal eher nicht. Aber bei Isaac weiß ich ja sowieso nie, was ich denken soll. So. Oder sind die jetzt doppelt gepoisoned? Man weiß es nicht. Ich nehme mal lieber das Blub Blub mit. Blub Blub. Au. Oh. Blub Blub. Ich bin ein Fisch. So. Na. Du bleibst da. Ja, der Strick. Endlich habe ich den auch gefunden. Gib mir ein Lebensupgrade. Komm schon, komm schon, komm schon. Lebensupgrade, Lebensupgrade. Gib mir ein Lebensupgrade. Komm schon, gib ihn mir. Ja. Okay. Du Bastard, du. Dann stirb mal schön. Gibt er mir einfach kein Lebensupgrade? Ich gebe ihm so richtig viele Schlüssel und er gibt uns kein Lebensupgrade dafür. Ist schon ganz schön dreist von dem, oder? Findet ihr nicht? Ich finde das dreist. Da tut man so viel für den. Gibt ihm alles, was er haben will.
Und er gibt dann einfach nicht das, was man selber haben will. Das, also... Nee. Hat er nur davon. Da haben wir die Luft gesprengt. Tja. Da hätte er aber mitrechnen können, dass das dann passiert. Also wenn er uns so kommt... ich nehme das einfach mal mit. So, dann haben die Bosse wenigstens ein paar weniger Leben. Dann gehen die ein bisschen schneller. So. Oh. Hier seht ihr noch Gegner drin. Was ist das für eine Welt, wo Gegner noch in den Räumen drin sind? Zack. Ach, wir haben keine Schlüssel mehr. Stimmt, weil dieser Blödmann von Bettler uns die ja weggenommen hat. Und uns nicht mal das gegeben hat, was wir wollten. Was wir wollten. Oh. Okay, sind wenigstens alle tot, nö. Jetzt? Nee, jetzt? Danke. Gut, wir haben zumindest ganz viele Bomben, mit denen können wir auch arbeiten. Und ich wüsste gern, wo der Boss ist. Ja, danke für die goldene Kiste. Ich habe leider keine Schlüssel für dich. Das tut mir leid. Ah, das sieht auch als Miniboss. Oh, dann ist die Zecke ja wirklich gar nicht mal so schlecht. Auch im God-Mode. Also vor allem im God-Mode, meine ich. Weil hier gibt es ja öfters mal Minibosse. Und die haben dann alle 10% weniger Leben. Und man kriegt halt jedes Mal ein rotes Herz dazu, wenn man die trifft. Man heilt ein rotes Herz dann, ja. Von daher, die Zecke ist eigentlich gar nicht mal so kacke. Und vor allem war das jetzt wichtig, dass sie zumindest ein paar bisschen weniger Leben haben. Dass wir die halt ein bisschen schneller töten können. So. Gut, da sind wir einmal im Kreis gelaufen. Oder können einmal im Kreis laufen. Das machen wir jetzt einfach mal nicht. Au. Lass uns lieber von diesem komischen Ding treffen. Von diesem Arschloch oder was das darstellen soll. Ich denke einfach mal, das ist ein Arschloch. Oder ein Anus. So. Ein Arschloch im wahrsten Sinne des Wortes. So. Okay, schön. Wir können die ganze Zeit im Kreis laufen. Was ist das hier? Da haben wir den Boss. Sehr schön. Okay, wir haben nicht so viele Leben. Wir werden allerdings wiederbelebt. Wenn wir Glück haben. Und ich hoffe einfach mal, jetzt kriegen wir beim ersten Boss zumindest ein Lebensabskreide. Das wäre ganz schön. Oh, kleine süße Katze. Süße Katze, überall süße Katzen. Denn dann würden wir, glaube ich, Budget freischalten. Und Budget freizuschalten wäre schon ganz toll. Au. Verfolgt uns einfach so ein komisches Stachelding. Ich glaub's ja nicht. Na, kriegen wir bitte ein Lebensupgrade. Ach, jetzt kriegen wir die Geld. Oh, wir haben Lebensupgrade dadurch bekommen. Und Challenge 5 freigeschaltet. The Tank. Ja, wird hier wahrscheinlich anders heißen. Ja, Magdalene, das ist Bridget. Wir haben ein Lebensupgrade mehr bekommen. Geil. Okay, dass das echt noch klappt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Haben wir aber keinen Schaden mehr bekommen. Das war jetzt ein bisschen komisch. Hm. Was hat sich denn dann verändert? Wow, die Reichweite. Toll. Au, was? Ah, da oben. Lol, die können durch Steine durchschießen? Das wusste ich gar nicht. Interessant. Ist meine Smart Fly da schon drauf? Ich glaube nicht. Hier, greif mal an. Okay, dann schalten wir gleich wahrscheinlich noch das Blue Baby frei und dann ist ja alles Töfte soweit. Ja, geil. Cool. Haben wir einfach Budget freigeschaltet, dann können wir die morgen auf jeden Fall spielen. Oder wir machen die Challenge. Aber wir müssen erstmal die vierte Challenge freischalten. Ich habe übrigens nicht nachgeguckt, wie man die freischaltet, obwohl ich gesagt habe, ich will nachgucken. Oh Mann. Bin zu faul dazu. Ihr könnt mir ja mal schreiben, wie man die vierte Challenge beim normalen Isaac freigeschalten hat. Dann könnte ich das mal irgendwie versuchen, das irgendwie mit freizuschalten. So. War das ernsthaft erst das achte Mal, oder wie? Lost Baby. Okay, hier ist das Lost Baby und der Quad haben wir auch freigeschalten.
Cool, da haben wir richtig viel freigeschalten. Geilo. Okay, wir haben freigeschalten. Bridget. Okay, die hat BFS. BFFs von Anfang an. Und irgendwas auf ihrem Kopf. Also klar, da ist dieses eine Herzchen, aber da überall ist noch irgendwas. Irgendein Feuer oder sowas. Oh, sagt bloß, sie hat dieses flammende Herz-Dingsbums. Egal, und wir haben... Wo ist er? Hä? Der ist ja gar nicht hier drin. Haben wir nicht noch das Blue Baby freigeschalten? Okay, sehr merkwürdig. Egal. Und wir haben die 5. Challenge freigeschalten. Magnet, okay. Magnet. Klingt jetzt nicht so spannend, wenn ich ehrlich bin, aber wir schauen einfach mal. Kitty klingt ganz cool. Da bin ich gespannt, was Kitty ist. Okay, dann spielen wir morgen auf jeden Fall mit Bridget. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ich die 4. Challenge freischalte. Und was ich da jetzt genau freigeschalten habe. Ich dachte nämlich, ich hätte das Blue Baby freigeschalten, aber scheinbar nicht. Aber war jetzt, glaube ich, das 9. Mal, wo wir Mutters Herz besiegt haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Mal nur. 8 Mal nur. Kann sein, weiß ich gerade nicht. Okay, ja. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder einschalten würdet. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Ich esse jetzt meinen Erdbeerkuchen. Yummy. Dab, 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 dab.